Ja, ist mal wieder Zeit für ein neues Testvideo. Ich habe vorhin ein bisschen rumgeguckt, bei mir noch, was ich so in den Lesezeichen habe. Und da ist mir noch dieser Mod. Oh, jetzt nervt mich nicht Skype. Und da war halt noch dieser Mod drinne. Der war jetzt relativ klein. Das ist Halo First Offensive, glaube ich. Also auf jeden Fall ein Halo-Spiel. Also ich kann dazu nicht viel sagen. Also ich kenne mich überhaupt nicht mit Halo aus. Allerdings testen wir das mal zusammen, gucken uns das mal in Ruhe an. So, wir haben jetzt SkyMage, wir haben hier zwei Armeen, UNSC und Governant. Ja, irgendwie, wen testen wir dann? Egal, wir lassen das mal so, wir gucken mal. Hoffen mal, dass mal die KI funktioniert. Ich nehme erstmal eine kleine Karte, nämlich die hier. Für Geld können wir reinmachen. Ja, das ist ganz okay. Da bleiben wir mal hier so. Dann gucken wir uns die Karte mal gemeinsam an, das Spiel, der Mod gemeinsam an. Geschwader hier, wir greifen an. Was haben wir denn hier? Space Station Level 2. Wir können hier Longsword Squadron kaufen und das ist die Erweiterung. Naja, dann kaufen wir mal erstmal die Erweiterung. Da haben wir sie, die sehen so ein bisschen wie so normale Jäger aus, wie so kleine Tarnkappenbomber. Also jetzt im echten Leben. Gut, dann gucken wir mal, rüsten wir erstmal hier eine Mine auf. Aufbau hat begonnen. Na komm. Gebäude wurde bereit für Befehle. So, dann sehen wir mal weiter hier. Station bereit. Schon mal ein bisschen vor. Abgeschlossen. Mal gucken, ob die Gegner-KI funktioniert. Wenn nicht, dann ist es ja. Alles klar, die Gegner-KI funktioniert schon mal, das ist gut. Was haben wir? Okay. Okay, einen Sammler können wir bauen. Und hier die Minen sehen auch ein bisschen verändert aus, alles klar. Asteroiden voraus. Bugschilde verdoppeln. Ja, mit so einem Kran. Ist das der Kran von Command & Conquer? Sieht genauso aus. Von Command & Conquer 3. Tiberium Ross. Lustig. Ups, nein. Alles klar, sind also mit Raketen ausgestattet. Können wir das da auch lesen? Ja. Arm mit Wurf Machine Gun, Archer Missile. Okay, was haben wir denn jetzt hier Feines? Das ist ja wie eine Schrotflinte. Kaufen wir denn mal eine Korvette. Ich schätze mal, die ist gegen Jäger da. Eine Fregatte, ja komm. Alles raus hier. Was können wir denn hier an Abwehrsystemen bauen? Genau das gleiche. Sieht ja mal komisch aus. Das Aliens eigentlich, gegen die wir kämpfen? Ich weiß es jetzt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das hier die Menschen sind. Aufrüstung abgeschlossen. Ach, die haben auch Schildgeneratoren, fällt mir gerade auf, ne? Haben unsere auch? Ja, unsere nicht. Das ist klein, das Schiff. Ja, mein Ohr muss natürlich wieder mal jucken, ne? Ganze Zeit hört man von Musik, installierte Mod, nichts, kaum nimmt man auf, jucken die Haare, die Haare, die Ohren, hier haben wir die. Wurde aufgerüstet. Oh, warte mal, warte mal. What? Guck mal, die haben die Imperialisch, hä, was? Okay, da sind noch Teile Interceptor. Alles klar. Wählt eure Verstärkung. Verstanden. Konstruktion abgeschlossen. Na mal schauen, wir testen die Armee natürlich auch gleich mal. So. Melde mich wie befohlen. Die sind auch fast gleich aus, die Schiffe, ne? Naja. Navigiere. Kreuzer online. Was haben wir jetzt hier? Einen... Bestätigt. Das sind mal verdammt kleine Schiffe, ne? Kreuzer online. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Der sieht aus wie so ein Frachter. Ach nee, da haben wir auch was anderes. Seraph Starfighter. Ja, das sind bestimmt Aliens.
Also Außerirdische. Eine außerirdische Lebensform, sag ich jetzt mal. Können wir eigentlich hier was Neues kaufen? Würde mich mal interessieren. Ansonsten bleiben wir einfach in der Mitte und warten. Empfange Nachricht. Ah, bist du sicher, dass du hier ran willst? Leichtes Spiel. Okay, was sind das eigentlich für Helden? Okay. Ich schätze mal, dass die gleichen Schiffe wie die fast haben. Ach, gibt es jetzt gar keine Schilde, ne? Aufrüstung abgeschlossen. Was haben wir denn noch hier? Einheit wird hergestellt. Ich denke mal, wir rüsten mal jetzt einfach weiterhin auf. Oh. Oh, okay. Wir müssen uns anscheinend eine Base aufbauen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Ich hau jetzt nochmal hier. Dings raus. 8000. Ach du Scheiße. Okay, dann warten wir mal. Kreuzer online. Komm, mach hin. Aufbau beginnt. Ist das doch mal eine Raumstation? Okay. Guck mal, oh, das Schiff ist schon ein bisschen größer. Sofort. Ja, Sir. Okay, oh, das hat sogar einen Hangar, habe ich gerade gesehen. Da sehen wir auch ein paar von diesen. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Ja, sieht ganz nett aus, das Schiff. Verstanden. Long Sword Squadron, alles klar. Aufrüstung abgeschlossen. Hä, was? So. Gucken, was das jetzt hier bringt. Konstruktion abgeschlossen. Gegnerische Raumstation okay, wurde aufgerüstet. Gleiche Raumstation wie das hier, würde ich jetzt mal sagen. Für Notfälle, falls mal, keine Ahnung, wenn man jetzt die Raumstation verliert, dass man sich halt eine neue aufbauen kann. Schätze ich jetzt mal, ziemlich interessant. Ja, die sind jetzt auf Stufe 3. Wie sich die Imperiale Station auch irgendwie komisch aus, ne? Weißt du, hier fängt man so an, dann... Naja, egal. Gut, aber ich mag schon mal, was jetzt noch kommt. Sieht auch komisch aus, ne? Ach komm, ich will das flüssig sehen. Das sieht aus wie so ein... ja, halt wie so ein... Müllplattform. Aufrüstung abgeschlossen. Alles klar. Oh, das sieht interessant aus. Einheit wird kauf ich mal. Kein Geld mehr. Viel tut er jetzt hier nicht. Kommt mit ein paar Jägern an. Boah, mein Ohr, ne? Ich raste ihn noch aus mit diesen Drecksohren. Irgendwann schneide ich mir die ab, ey. Meine Fresse. Andauernd nervend mit ihren blöden Gejucke und alles. Immer wenn man am Aufnehmen ist. Oh, was haben wir denn da? Was bist du? Eine SDV-Class Corvette, alles klar, die sieht ja auch schon alien-mäßig aus. Also außerirdisch-mäßig. Naja, mal schauen. Gut, was haben wir? Spirit of Fire, alles klar. Oh, das ist ein Heldenschiff, alles klar. Eure Befehle, Sir? Fighter Repair, alles klar. Wie wie bist du so an die Clips von vorne so? Hat Alter, hat jede Menge Jäger für uns. Das ist gar nicht so schlecht. Wir können mal hier unten aufholen. Ansonsten warten wir jetzt noch, würde ich sagen, für die letzte Raumstationsstufe. Oh, was ist das denn da? Also das war jetzt aber mega schwer. Ich weiß nicht, von wem das kam, von dem. Ja, wir schwimmen mal vor und warten noch auf die letzte Stufe. Der ist jetzt hier Stufe 3, oder kommt was? Was ist das denn? Ach, das sind... Ach so, das sind... Ja, wie das hier. Harvester, was willst du denn damit? Mich zu Tode langweilen? Bereit, Sir. Wie sind eure Befehle? Mal sehen, was sie so drauf haben. Ist schon fast zerstört.
einem Schuss. Roger bestätigt. Komm, ein bisschen Action hier. Aufrüstung abgeschlossen. Information. Greife an. Erwarte Befehle. Wieso schießt du denn nicht? Komisches Teil. Orbitalkommando. Oh gut, was haben wir denn jetzt hier alles Feines? Alles klar, die sieht ziemlich ähnlich Einheit aus. Einheit, ne? Wird hergestellt. Kaufe ich einfach mal. Verstanden. In Angriffsposition. Ansonsten können wir erstmal langsam angreifen, würde ich sagen. Wow. Melde mich wie befohlen. Was sollte das denn? Werf die Splitterbomben. Wow, was war das denn? Das waren aber kleine, keine Splitterbomben. Zu Befehl. Das war ja ein Pups, ey. Einheit wird hergestellt. Die Dinger sind ziemlich präzise. Sind das jetzt von dem oder von dem? Melde mich wie befohlen. Geht zum Angriff über. Bestätigt. Ja, das sind von dem. Kreuzer online. Wie viel Schaden macht denn das Teil? Bin ich jetzt mal gespannt. What the fuck? Alter. Krass. Bereit. Heftig. Sofort. Gegnerische Truppen gerichtet. Ah, dieses Teil kann man ja echt in die Tonne treten. Melde mich wie befohlen. Also das bringt ja kaum was mit den Raketen. Ich warte immer noch auf meinen Letzten. Was schießt denn da eigentlich? Was ist denn das? Oder schießt das da? Ja, Sir. Starte Splitterbomben. Vollkommen unnütze Fähigkeit, die nicht mal funktioniert. So, jetzt will ich nur das letzte sehen. Mach mal hin hier. Kreuzer online. Wählt eure Verstärkung. Dann los. Ist ganz schön groß. Eure Befehle, Sir. Roger. Achtet auf diese Jäger. In Bereitschaft. So, ich denke mal... Nee, ich will noch das letzte sehen. Kreuzer in Bereitschaft. Okay, das ist ein großes Teil. Wir gucken, warten noch mal auf das letzte, so dann kann das Teil da drauf schießen. Torpedo Launcher. Namen sind noch alle gleich. Warte, warte, greift man noch nicht an. Noch nicht angreifen, ich bin noch das letzte Schiff hin. Okay. Also wirklich alles zeigen könnte ich jetzt nicht, das würde einfach zu lange dauern. Ich zeige einfach so die meisten Sachen. So, reicht jetzt mal hier an. Dum, 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 dum. Was machst du denn da? Keine Ahnung, was der vorhat. Egal. Okay. Ganz relativ einfach. Tja, das war's. Der ersten Armee. Dun, 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 dun. So, tja, mal wechseln. Und dasselbe nochmal von vorne. Oh, da gibt's auch eigene Karten, sehe ich gerade. Ihr TIE Interceptor. Einsatzbereit. Okay, wir haben TIE Interceptor und haben diese RAF-Squadronen. Interceptor-Geschwader meldet sich wie befohlen. Warum auch nicht? Aufbau läuft. Aufbau Befehle, Sir. Kurs eingegeben. Aufrüstung abgeschlossen. Station bereit. So, das gleiche Spiel nochmal von vorne. Aufrüstung abgeschlossen. Können wir jetzt schon aufrüsten? Konstruktion abgeschlossen. Ja. Bereit für eure Befehle, Sir. So, nochmal einmal hier das übliche Spiel wie sonst auch. Stopp. Orbitalkommando verfügbar. Gut, das haben wir jetzt vorhin gesehen, das brauche ich jetzt nicht nochmal bauen. Hierbei gebe ich Gas für die nächste Raumstationsstufe. Aufbau hat begonnen. Und dann schauen wir mal. Aufrüstung abgeschlossen. Mal gespannt, was die für große Schlachtschiffe haben. Ein paar Schiffe muss ich trotzdem gleich mal kaufen. Gegnerische Raumstation. Aufrüstung abgeschlossen. Kampfbereit. Anweisungen empfangen. Antrieb aktiviert. Position geplottet.
Ja, die haben natürlich jetzt die Raumstation. Empfange Nachricht. Ja. Kann man jetzt eigentlich nicht so viel erzählen. Für das Imperium. Mal schauen, was wir jetzt Feines alles haben. Aufrüstung abgeschlossen. Achtet auf feindliche Schiffe. Komm, ich kaufe mal den und die Fregatte jetzt nicht. Aufrüstung läuft. Bisschen Geld sparen. Aufrüstung läuft. Ich will mal die großen Schiffe sehen. Wenn die großen Schiffe so teuer sind wie die anderen. Was? Achso. Information. Ich wollte sagen, der hat jetzt echt einen Teil, das hat der Schwadron abgeschossen. Frech, frech wäre das. Spiel ist ein bisschen laut, ne? Oder ist mein Headset so laut? Komisch. Erwarte Befehl. Na, jetzt geht's wieder. Es ist ruhiger. Ja, kannst du mir Marschleck mit deinen Raketen. Schädigen das? Ne, beschädigen nur den Schild. Na, okay. Zack, das war's. Bisschen klein, ne? Hab verstanden. Battlecruiser, gucken wir uns den mal an. Der Augen vorne? Ja, das sah jetzt kurz für mich so aus, als hätte der Augen. Ja, Sir. Unterwegs. Der bestimmt voll komisch aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus vom Design. Einsatzbereit. Gut, warten wir wieder auf die nächste Raumstationsstufe. Wer hat das gedacht? Hier haben wir noch einen Held. Wie gesagt, ich kenne mich mit Halo nicht aus, deshalb, ja. Raumstation beschädigt. Warum jetzt nicht erwarten, dass ich hier einen auf großen Geschichten mit Fehler mache? Asteroiden voraus. Bugschilde verdoppeln. Das einzige Halo-Spiel, was ich gespielt habe, war auf Spielhafe. Dieses Spiel, wenn man nach links von drehen, links nach rechts geht. Sonst habe ich gar keine Halo gespielt. Unsere Raumstation wird angegriffen. Außer jetzt das hier. Orbitalkommando verfügbar. Okay, den, dann den. Oh, die haben echt wenig Schiffsauswahl, ne? Dann hatten mehr. Boah, ich habe jetzt so ein ganz so ein Lied im Kopf, ey. Ist richtig übel. Kreuzer online. Weltorbit verstärkt. So, boah, das Ding ist ja. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, das Schiff. Unsere Raumstation wird angegriffen. Wow. Ach, das sind Wellguns. Ah, ich sag ganz klar, was das denn ist. Alter, das Schiff gefällt mir, das sieht geil aus. Kommt das Schiff echt bekannt vor? Ich habe doch mal Halo gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr welches. Was bist du denn für ein Affe? Verpiss dich. Das ist eine Reichweite, ey. Ist ja abartig. So, mein Freund. Was? Peinlich. Ich hab gerade gedacht, das geht so direkt kaputt. Tschüss. Es verschwindet einfach. Wow. Okay, mal gespannt, was es jetzt noch für Schiffe gibt. Und dann gucken wir uns die Bodeneinheiten an. Unsere Raumstation wird ein Held. Ein Commanderin. Oder ist das ein Mann oder eine Frau? Sieht aus wie eine Frau. Der Name? Oh, keine Ahnung. Sieht aus wie eine Frau, würde ich jetzt mal schätzen, oder ich bin zu dumm. Ja, oder ich bin blind, meine ich. Dumm bin ich sowieso. Nein, Spaß. Okay. Die Railguns sehen ziemlich geil aus. Und diese Schüsse finde ich ziemlich geil. Die schimmern. Nämlich irgendwie an Messe, wenn es nachts dieser Karussells leuchten. Zu Befehl. Es ist geil. Früher war Messe richtig geil. Heutzutage, naja. Was? Wagt es echt auf mich zu schießen? Aufrüstung abgeschlossen. Doch, nur Helden. Fahrzeug oh, kann mal sich was gönnen, ne? Aufrüstung läuft. Weil ich sehe echt wenig Schiffsauswahl. Ziel gesichtet. Ich kann das Teil nicht bewegen. Angriff. Ich kann das Schiff nicht bewegen. Warum nicht? Bereit. Unsere Raumstation.
bescheuert. Wir sind bald da. Feuer! Komisch, komisch. Egal, warten wir noch auf die beiden Helden. Empfange Nachricht. Aufrüstung läuft. Aufrüstung läuft. Aufrüstung, ich würde gerne die Musik läuft. Hiervon abspielen lassen, aber ich habe keinen Bock, Ärger zu bekommen. So, das gleiche Schiff, dann schicke ich es mal direkt lieber zur Raumstation. Eure Befehle, Sir? Ja, ich bedacht, das kann nicht, nicht befehlen. Kann das Ding nicht schießen? What the fuck? Okay. Das Teil kann anscheinend nicht schließen. Okay. Gut, gucken wir uns die Bodeneinheiten an. Oh, Alderan bietet sich mal gut an. Gucken wir uns erstmal von denen an. Das war jetzt komisch. Ich meine, der Mod ist total klein. Ob da jetzt vielleicht... Keine Ahnung, ob da viel... Das Gefühl, dass da sehr viele Sachen gefehlt haben. Was der sehr viele Sachen fehlen. Oh. Alles klar, keine Bodentruppen. Ey, komm, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust auf so ein kurzes Video. Jetzt weiß ich auch, warum der Mod so klein war. Da fehlt nämlich ganz schön viel. Oder ist es... Wartet mal. Gut. Bodenschlachten funktionieren also nicht. 9 Einheitenkapazität, Alter. Sehr wenig. Galaxy Conquest. Teil, eine einzige Karte. Das dann Ship World. Okay. Vader. Was ist denn hier? Eine orbitale Raffinerie, alles klar. Fahrzeug wird produziert. Irgendwie bin ich gerade sauer und enttäuscht. Keine Ahnung, ich habe mir irgendwas Besseres vorgestellt. Kreuzer online. Oh Mann, ey. Wir machen meine Raumschlacht hier. Kreuzer online. Dann mal los. Wir geben uns zu Koordinaten. Taktisches Gefecht steht. What the fuck? Ich glaube, ich hätte das sogar gewonnen. Hätte ich richtig gespielt. Hab ich aber keinen Bock jetzt drauf. Navigiere. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Und dann kommen wir uns eine Raumschlacht an. Oh, das Schiff links sieht geil aus. In Bereitschaft. Das sieht cool aus. Zeig diesen Dissidenten, wer in der Galaxis das Sagen hat. Beseitigt ihren Einfluss aus diesem System, indem ihr alle Verteidigungsposten zerstört.
Hier können sich die Schiffe bewegen. Schon unterwegs. Der hätte hier auch voll mit der Raumstation gewinnen können. Unterwegs. Na 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 na. Oh, ich hab dieses scheiß Lied im Kopf. Ja, mal gucken, ne, wer hier gewinnt. Ich glaube, ich... Alter, haben die eine... Alter, haben die eine Reichweite. Asteroiden voraus. Krass. Oh, was ist das denn hier? Verdoppeln. Schon wieder die Command & Conquer Kräne. Ich weiß nicht, also ich kenne die von Command & Conquer 3. Der hat die ja auch solche Baukräne. Ja, machen wir mal schauen. Boah, so wenig Schaden machen sie jetzt nicht. Also von den Raumschlachten her finde ich das eigentlich eine geile Idee. Also ich mag diese Grafik. Komm, greifen wir nochmal sagen. Das Video ist mir irgendwie ein bisschen zu kurz. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Plex-Soldaten im Orbit, wow. Das Schiff nimmt das andere von hinten. Alter, was ist das denn für ein Planet? Hast du hier ein neuer Ballast? Ballaststoffe? Unsere Sensoren zeigen an, dass eine feindliche Präsenz den Planeten umkreist. Vernichtet alle Truppen, die sich dem Imperium widersetzen. Ich dachte, er wird die ganze Zeit Mittelfinger. Wahrscheinlich war es sogar der Mittelfinger. Warum ist denn da jetzt ein trojanischer Krieger, sage ich jetzt mal, oder ein trojanischer Söldner? Naja. Das wäre es ja gewesen. Oh, ein Transporter, wer hätte damit gerechnet? Was sind das überhaupt eigentlich für Helden, ja? Also ich kann mir vorstellen, dass es hier richtig geile Raumschlachten geben könnte. Also jetzt nicht in Galaxieeroberung, sondern in Gefechten. Also vielleicht mache ich mal ein Gefecht, Commentary hiervon. Also ich hätte schon Bock irgendwie. Alter, was ist das für eine Raumstation? Schon unterwegs. Unterwegs. Positionsänderung. Eröffnet das Feuer. Dann mal los. Ich kapiere diese Raumstation nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch mein Fazit und dann beende ich, dann höre ich hier auf mit dem Video. Also Leute, der Mod ist gar nicht so schlecht, für dass er eigentlich nur 30 MB groß ist. Also eigentlich die Grafik ist ziemlich schön, besonders die von den, jetzt habe ich den Namen vergessen, von Aliens oder von diesen da, sag ich jetzt mal. Diese lila nur pinken, pink glaube ich, ne? Oder ne, ach keine Ahnung, lila. Ja, eigentlich schön, aber naja, mir fehlt halt Bodentruppen, mehr Galaxieeroberungskarten und all sowas. Aber vielleicht mache ich davon mal irgendeine Raumschlacht. Ein Commentary. Ja, ganz okay der Mod für die Leute, die Halo mögen. Ich kenne mich ja jetzt nicht damit aus. Ja, in der Beschreibung seht ihr ja, wie der Mod heißt. Müsst ihr einfach mal googeln, dann findet ihr den Mod ganz schnell. Und dann würde ich sagen, das war's denn jetzt mit dem Video. Da hinten sehen wir nochmal einen übelsten Raketenspam. Warum immer die Raketen gegen die Schilde knallen? Eigentlich gehen die Raketen da durch. Naja. FPC. Oh ne. Ich würde sagen, da muss ein S hin, da steht da Fraps. FPS. Also gut Leute, dann verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt halt ein bisschen kürzer. Ich schätze mal jetzt so eine halbe Stunde. Ich habe jetzt gerade die Stoppuhr ausgemacht. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend. Und ja, man sieht sich.